Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Powerbush. Ja, moin. Also kann ich vorbei, den Jumbo-Parcours fertig zu machen. Mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen Reste mit sauber kriegen. Jetzt aber Hindernis 7. Ich weiß gar nicht, wie viele Hindernisse es eigentlich gibt. Na, mal gucken. Ist da so ein bisschen was? Okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Aber. Aufkommen. So, die Ecken mit. So. Kriegen das aber hin. Bin auch der Meinung, dass wir hier ein bisschen die Sprungkraft erhöht haben. Direkt versteckt. So, ne? So, ne? So. Oder geputzt. Aha. Das ist gesund. Viele Ecken und Kanten. Die ganze Sache echt schwierig macht. Also hier scheint fast alles fertig zu sein. Aha. Gut. Der ist hier noch. Jetzt gerade bin. Yeah. Okay. Das war jetzt ein bisschen schräg. Aber naja, okay. So. Machen, mein Gott, ein bisschen Sprungkraft sauber. Wenn das dann klappen würde, danke. So. Irgendwo da oben. Okay. Ah. So, jetzt gucken wir mal ein kurzes Hindernis 7. Okay, 2. 3 Sachen. 3 Sachen sind hier noch. Hier. Okay, das ist auf jeden Fall für dich. Noch was? Ja.
gut hin. Jetzt mit 7 durch. 4 von 5 Bändern und Kästen 11 von 14. Okay. Der hier. Von der anderen Seite runter. Das sind hier immer so diese Ecken, wo man so schwer reinkommt. Okay. Ecken muss so ein bisschen, aber. Wieder irgendwo die Ecken, was ich vielleicht nicht sehe. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Bänder. Wo ist denn hier? Ich penetriere mal eben kurz ein bisschen. Eine Tab-Taste. Das soll ja auch noch viel sein, aber boom. Was ist denn nur das Teil hier? Mehr kannst du ja gar nicht sehen. Der ist auch noch dreckig. Okay, da unten noch ein bisschen. Nicht wirklich so nochmal die Ränder abgehen. Aber das gehört anscheinend zur oberen. Gar nicht zur unteren. So, da ist alles sauber, da ist alles auch sauber. Das ist jetzt der letzte. Okay. Kästen 13 von 14. Ja, aber wenn da ja nichts mehr ist, was soll ich denn da groß alles sauber machen? Ich weiß ja nicht wo. Das ist doch scheiße. So was hasse ich wie die Pest. Vielleicht hier unten unter dem Metall. Aber ist doch nicht im Ernst. Ich sag einfach nichts mehr. So, 7 von 7, okay. Randsteine. Jetzt Stift, okay. Ich hätte
hätte es zwar jetzt Netzhalterung genannt, aber okay. Okay, jetzt ist er. Wir schaffen das. Nur kommt nichts, ist das ja auch wieder fertig. Oder auch nicht. Geht es dann voran? Unglaublich, aber wahr. Eigentlich hätte man das hier wunderbar als Asam erleben können. Gar nicht ausschalten, das Ding ein bisschen leiser machen, also Musik dazu laufen lassen. Ungeduldig. Das wäre wunderbar gewesen. Gut, dass ich das nicht mache. Habe ich gerade, das ist die von Pokémon im Kopf. Sind auch nur so abgetrennte Platten davon. Okay. Super. Seid ihr auch noch so? Wie viele seid ihr schon? Das läuft bei uns gerade. Ja, das stellen wir jetzt mal an der Seite irgendwo hin. Da. So. Vielleicht. Oh, nicht viel besser. Okay, wenn man drauf steht, kann man den nicht mitnehmen. Gut durchdacht. So denkt, oh mein Gott, wie schmutzelig das ist. Ja, hab ich den gefallen nicht. Warte mal, kann das sein? Aha. Plattform. Hindernis. Plattform ist sauber, aber das. Das Hindernis noch nicht.
Drecksecken. Okay, also Hindernis 8 hätten wir den jetzt auch fertig. Hindernis 8 ist sauber. Supi. Toll. So, dass das im Flug mitnehmen. Das wäre krass gewesen. So, hier hatten wir auch alles sauber. Supi. Supi, dupi. Super, auch sauber. Sobald man jedes Mal bei Tumba da, bei dem Parcours, auf den Punkt gekommen ist, hatte man verloren. Ich hab's gehasst. Und es hat auch so viel Spaß gemacht, das immer wieder zu probieren. War ja auch noch ein bisschen jünger, hat auch noch ein bisschen mehr Geduld. Heutzutage habe ich fast gar keine Geduld mehr. Mal kurz die Wand sauber. Weiß ich warum. Aber die muss jetzt sauber. So. Das hier fein sauber ich mal. Übrigens wurden mir denn diese von einem gemeinsamen Freund empfohlen. Und der wäre. Er hat mir auf meine Reisen viele Jahre lang unschätzbare Hilfe geleistet, aber jetzt ist er seinen Weg weggegangen und ich bin meinen gegangen. Okay, ich glaube, er hilft dir jetzt, also grüß ihn von mir. Wer? Wer hilft mir? Jetzt hilft mir. Das wäre mir neu. Das habe ich im Job alleine gemacht. Ich brauche niemanden. Eigentlich. Aber wir haben schon 61%. Finde ich gerade toll. Das Loch reinigen. Und das auch so viel mehr Spaß macht. Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Oh, da ist auch noch oben drauf. Gut. Das müssen wir gleich machen. Wir reinigen wir einfach das Loch erstmal von innen drin. Weiter. Also, dass es da wieder schlecht wird. Hui. Können sie richtig schon auslassen. Boah. Alter. Das Sache. Das Lach. Das Loch ist Hakko-Verschmutz. Aber nichts, was wir nicht sauber kriegen. Und dann ist Tunnel, okay. Eher Metallrohre würde eher passen, oder? Hilfe, ich steck fest. Mitglied doch. Wieder ausmachen. Kurz vorm Ziel. Ja, fertig.
Okay, oh, das war. Das war der Trickgegner. Das. Okay. Da ist ein bisschen was. Da ist ein bisschen was. Muss die, gehört die andere Seite, warte mal, gehört die andere Seite da vielleicht auch noch dazu? Das geht am schnellsten. Das ist immer am tollsten. Wenn man das einfach so schnell machen kann. Und dass ein schlecht wird. Und dass man irgendwie großartig was machen muss. Ich bin gerade übermüdet im Netz, ne? Aber ich kann leider Gottes nicht schlafen. Ich möchte so gerne, aber es geht einfach nicht. Es geht, würde ich die nächsten 3 Wochen durchschlafen. So, früh nur wieder aufwachen. Und der Schlaf. Kurz mit der Schlaf versteht sich. Das wäre schön. Das wäre richtig schön. Hm, schon bei 70%. Achso, ja, wir müssen ja noch wieder die Follower enden. Fast wieder vergessen. Ist ja. Das ist aber so eine schöne Aufgabe, oder? Ich weiß gerade nicht, warum ich das so entspannt finde. Ich bin immer noch ein bisschen, was das da oben ist. Das gehört der garantiert nicht hin. So, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.